So, ist das Wasser da unten tief genug, ist die Frage. Wenn ja, wo? Da. Und erstmal vom Wasser Pimmel und... Oh, da ist gerade ein Buff ausgelaufen. Und der Wasserschreiter ist in die obere Zeile gerutscht. Und ich konnte mein Mount nicht wegklicken. Ich muss mal kurz davor zu sterben, deswegen. Erstmal das Mount wegklicken. Anstatt auf mein Mount-Symbol zu klicken, vor allem. Das war mal wieder super intelligent. Bitch. Erde, Wind und Feuer und Wasser. Boah, wieder ein geiler Ring. Wächter des Plateaus. Das Lied von Erd und Feuer. Geil. Wie läuft Abstimmung auf die Elemente. Seid vorsichtig. Das war's? Keine Brotkrumenkiste, liebes Wort. Was ist denn... Das ist nix. Waren da irgendwo im Westen noch Quests? Ich weiß ja gerade nicht. Also ich weiß... Ach Gott, der Typ war ja da oben. Das eine ist ja so eine Bonuszone hier. Das ist eine Bonuszone. Hier habe ich keine Ahnung. Hier ist Hochfels. Hier habe ich keine Ahnung. Da ist ja eine Bonuszone sogar nur einge... nicht Bonuszone, sondern Apexiszone. Wie auch immer die heißen. Heißt nicht auch Bonuszone? Im Tanan-Dschungel heißt die Bonuszone. Hier glaube ich nicht. Im Tanan-Dschungel. Wie wir alle wissen. Bei den Dschungelkatzen? Mhm. Gibt es da nicht sogar Dschungelkatzen? Nee. Es gibt so Warpstalker. Es gibt nur Stalker im Dschungel. Im Dschungel. Lass mal am Kopf kratzen. Mhm. Was braucht ihr? Seine Blume. Geil. Grüße, Kommandant. Tarnung des Betrügers. Spricht mit Jake. Also Chol, um die Wahrheit zu erfahren. Challe! Ich hatte immer Chol im Verdacht, aber mir fehlen die Beweise, um Rache zu nehmen. Ne, die waren Schockerker, ne? Mhm. Boah. Ich bin ja bei. Ich bin dran. Das Ding ist, es lohnt sich ja denn eh nur mit einem Charakter den ganzen Ruf zu fahren. Das mache ich dann komplett mit meinem Druiden. Also ich könnte jetzt nur mit dem hier bei einer Fraktion, also bei diesen Sabaron-Pimmeln fahren. Das wär's dann. So. Ich bin hier. Ich möchte die Wahrheit über Dahaka wissen. Was wisst ihr über ihren Tod? Dahaka? Der Name sagt mir was. Ne, Dahaka, das ist viel von StarCraft. Also stimmt, dieser alte Nagarok. Willst du die Wahrheit wissen? Ich erinnere mich an Dahaka so. Sie war so, wie ihr mich jetzt seht. Wie sie ihren verdammten Körper ins Leben gezogen hat. Aber das ist ja nice, wenn sie so macht. Schade. Ja, auf einmal so ein Troll. Ist es. Moment. Entweder Chol, Chali, Chell. Oder Dahaka ist diese, ist das nicht diese Kindergärtnerin da mit diesem merkwürdigen, im Sternweltlagern, mit diesen merkwürdigen Kindern, die sie da aufgehangen hat und so? Diese Psycho-Olle? Kann sein. Warte mal, wir sind hier. Warte mal, kurz überlegen. Thronelement, nee. Also die wäre hier gewesen irgendwo. Da so. Na gut, kann ja umgezogen sein. Wenn die halbe Welt untergeht, passiert halt schon mal, dass man umzieht. Was so, braucht ihr? Geteilte Schuld spricht mit Gauk. Meine Zeit ist um, aber ich sterbe in der Gewissheit, ihr Andenken geehrt zu haben. Was braucht ihr? Bleibe an eurer Seite, Gauk. Ruht in ihr. Kraft verlässt diesen Körper, Eishuf. Nein, Yuki! Hier sind alle Soldaten von Draenor gekommen, weil du der beste Schwertkämpfer bist. Das Licht weicht aus den uralten Augen. Ja gut, mit 15 ist man noch nicht so alt, Yuki. Garok, mein Mann. Oh, da ist er. Ah, okay, dann war Chol die, auf jeden Fall die Trollin. Ich bin immer an deiner Seite gewesen, wie ein Hauch im Wind. Ich habe gesehen, wie du ehrenvoll gelebt hast und meine Liebe für dich ist nie vergangen. Das ist jetzt Yukis Schwester. Erhebe dich, mein Mann. Deine Uhr anrufen. Wieder vereint werden wir hinan von aus dem Jenseits erstmal gebettet. Grüße, Kommandant. Ins Jenseits hinein. Dahaka, ich habe so lange noch gewartet, deinen Ruf zu hören. Ich glaube, das sind sogar die beiden Orks, die da nordwestlich von Oshogun auf diesem Friedhof immer rumgeflogen sind, rumgerannt sind. Ich muss jetzt erstmal einen Weg darunter finden. Meine Fresse. Zeit für das Flugmord.
Ich habe übrigens heute mit Kevin den Ursprung von Bläh ergründet. Mhm. Es gibt einen. Tatsächlich. Der wäre? Das kommt aus der Trap-Musik. Also natürlich, ich hab's logischerweise von der Sibo. Aber ich habe ihm erstmal erklärt, vielleicht kennst du die Geschichte ja gar nicht, weil ich hab's einfach irgendwann gemacht. Ich habe nur von Nasibo Mendes gemacht. Ne? Mhm. Aber irgendwann habe ich eine gewisse Thematik umgekehrt und für mich selber benutzt. Beispielsweise, wenn ich irgendeinen Heroes kill, mache ich immer Bra! Das stammt aber eigentlich von Pete, der das immer, wenn er gestorben ist, also quasi genau zum Gegenteil gemacht hat, immer. Boah, ich hab schon einen Headshot bekommen! Bra, bra! Hat er Pete hat das aber wahrscheinlich nicht wie ich von der Sibo, vermute ich jetzt einfach mal. Es gibt da aber wirklich einen Hintergrund von aus der Trap-Musik. Weil das rappst du oder singst du oder was auch immer dein Part und immer zwischen den Zeilen, also was weiß ich, du hast bra, du hast bra, du hast mich. Ja, aber da kommt es her. Also, die Standardvariante ist halt immer so: Yeah, was los, Digga? So im Rap, ne? Mhm. Es gibt halt auch dieses Brrr. Und ich. Wer ist Kevin hat mir irgendwas gezeigt. So, Moment, machen wir mal zurück. Wir haben da erst eine richtig geile musikalische Analyse gemacht. Das Ritual der Bindung. Vielleicht will kein anderes von das Ritual der Bindung zu. Aber Rammstein und Trap-Musik. Passt doch voll gut. Aber es kommt halt bei Hip-Hop logischerweise besser, weil die aber so, yeah, was geht, Digga. So, da passt es halt. Ich bin bereit, mit dem Ritual des Bindes zu gehen. Aber ist doch cool, Mann, ich hab das gelernt. Und sind wir jetzt auf einmal nahe Ushugun? War ich da unten schon mal drin? Der Stelltyp in der Schermwelt war irgendwo im Westen, da wo jetzt Hochfels ist, ne? Mhm. Ja, stimmt, genau, der war von Ushugun, ist nämlich. War Ushugun der letzte Part? Was ist das, Tironko? Ah, ne, ist hier, Jogail, ne? Da kenne ich auch Buckel. Jogail, ihr wurdet hergeschickt, um dieses Ding zu fassen. Sieht aber aus wie ein Lolli, ich möchte dran lecken. Wo ist meine Macht? Oger, eure Macht. Es ist deine Macht. Mag den zweiten Kopf irgendwie. Ihr werdet gehorchen, Schüler. Gebt mir seine Fesseln. Aber Herr Dan, wir haben Pause. Ihr tanzt nicht mehr nach eurer Pfeife. Deswegen Schüler, Herr Dan. Piu. Wir haben viel von Kure gelernt. Wir arbeiten an einem Buch. Ihr seid wahnsinnig. Ja, klar, Gulda, das kommt von dir. Alter Mann. Bald wird Hochfels brennen. Ach, der will mit uns einfach Hochfels raiden, jetzt weiß ich's. Warum haben wir den nicht mitgenommen? Wo hat man Shogun eigentlich besiegt? Er hat man gar nicht besiegt. Gar nicht? Nee. Der Trainer überlebt die so? Ja gut, wir haben ihn ja eigentlich schon mal besiegt. Sagt das Ritual, mir, was seht ihr? Galatis. Ihr bringt unseren Clan das Ushugun fliegt zum Geisterwald. Für die Frostwölfe. Geisterwald ist wo? Ich werde mich mit euch im Geisterwald nach Ushugun treffen. Sugar muss aufgehalten werden. Gut. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Geist... Moment, ist das Ding hier? Nee. Wir werden wahrscheinlich gleich hingeflogen, weil wir doch eh mit dem Greifmeister reden. Ja, klar, aber wir müssen auch noch nach Tela. Oder können wir Tela einfach aufsparen und das... Ist Tela dann doch nur der Kram mit Garrosh? Und... Ja. Ach so, ich dachte, wir kommen von Tela auch noch nach Westen. Okay, na gut, dann machen wir Tela danach. Wenn ich jetzt nochmal Tela sage, wäre ich bekloppt. Tela. Nein. Kommt bald wieder. Was liegt an? Ja. Ist schön, dass ich helfen. Nee, ist der Geisterwald nicht das hier? Ich weiß es nicht mehr. Nee, da ist der Geisterwald. Ja gut, Flugpunkt und hier oben noch ein bisschen aufdecken. Das hier nochmal, hier weiß ich gar nicht, ob man das aufdecken kann. Und da kommen wir hier noch hin. Bett? Achso.
mit einem Flug hat die Quest aktualisiert. Ich dachte, hey, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Haben wir eine Quest übersehen? Jetzt hier random irgendwo mitten in der Pampa bekommen. Boah. Ich hab Hunger. Boah, ich hab noch einen Donut. Geil. Dunkin' Donuts hier schön in Kürbisform. Zum Glück aber kein Hipster Starbucks Pumpkin Flavor, sondern Zimt. Voll zu Halloween Zimt. Schön weihnachtlich. Hört ihm zu. Geisterangelegenheiten. Sprecht mit den Geistern beim Ahnengrund. Ach, da ist der Ahnengrund, genau. Das ist da dachte ich, waren die Geister von den beiden gerade, von Dahaka und Garok. Dunkle Bindung. Befreit 10 Elementargeister. Die fahle Bedrohung tötet Grauseher und 6 Falle Orks. Bringt den Ruf zum Schweigen. Erschlagt Kulrat und 10 Schamanen des Kriegsunternehmens. Die Stimme von Kalandrios flüstert euch durch den Wind zu. Unterbrecht die Rituale, zerstört die Ritualtotems. Ach so! Kalandrios redet mit uns durch den Stein. Ich dachte gerade, wir müssen so ein Windelementar töten. Und dann hat es für mich gar keinen Sinn gerade. Okay. Das war nicht gut. Moment, erstmal das richtige Mount. Ich mag meinen Wasserschreiter, merkt man gar nicht, oder? Lass mich raten, die sind unter uns in dieser merkwürdigen Bimmel. Wo ist denn da der Eingang? Ich glaube nicht. Ja doch. Unter uns muss ja eine Höhle sein. Ich bin jetzt hier gerade bei der Quest. Ja, hier lang. Ich habe gefindet. Muss hier runter. Ist aber nicht das Ding, wo der Steintypi drin war, oder? Ich erblicke ein köstliches, fleischiges Opfer. Gefällt euch, was ihr vor euch seht? Sugar hat uns so viel beigebracht. Do you like what you see there? Das ist alles Elementargeist? Nee, nicht alle. Grauseher. Ich glaube, der hat noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, wenn er grau sieht. Alter Begriff für Schwarz-Weiß-Fernsehen. Grauseher. Diese Runenmacht-Umwandlung ist total kacke. 30 Runenmacht pro Sekunde, ich hab 100. Toll, das heilt 6% meines Lives. Einmal anmachen, dann muss ich erst wieder voll machen, kann ich nochmal 6%, nochmal anmachen, nochmal 6%. Das ist Bullshit. Die Dinger kann ich nicht auseinanderhauen. Interessant. Ja doch, der Typ ist ja denn. Gordog. So wie ist der. Yo Dog. Gordog. Da müssen wir wahrscheinlich die Viecher hier. Da hätte ich wohl richtig sehen. Du. Wenn man heute Nagern fertig macht, ist er ganz so viel. Ist dabei, Garrosh ist ja so gefühlt 10 Minuten gewesen. Es sei denn, da im Norden kommt noch was dann nicht. Für den. Mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Ich bzw. wir hatten uns doch gewundert, wer Deathwing war. Richtig? Bei Animania meine ich. War nicht angekündigt, dass Steve hier Alexi Bexi?
Sollte der nicht eigentlich Hogger sein? Und wurde dann Deathwing? Kann sein, dass jetzt einfach nur Wunschdenken ist oder so, keine Ahnung. Aber... Der war ziemlich lame. Was? Das der war ziemlich scheiße. Warum? Von einem YouTuber zum anderen verrufen? Ja. Ja, aber... Hast du...